Im Herbst 1985 wurde das Nintendo Entertainment System vorerst nur in New York City einem Testlauf unterzogen und zum Verkauf freigegeben. Bis Ende der Weihnachtssaison wurden 90.000 Konsolen verkauft und nach einem erneuten Testlauf im Februar 1986, welcher wesentlich erfolgreicher verlief, wurde das NES auf nationaler Ebene im Oktober 1986 veröffentlicht. Bis zur Weihnachtssaison konnte Nintendo rund 1,1 Millionen Konsolen verkaufen. Mindestens 1,4 wären es gewesen, wenn laut damaligen Vizepräsident von Nintendo of America genug Konsolen in den Lagern vorhanden gewesen wäre. Diese Zahl war vor allem deswegen maßgebend, da in den Staaten im Vorjahr aufgrund der peinlich geringen Nachfrage nicht mal Verkaufszahlen für Videospielkonsolen notiert worden waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nintendo einen weltweiten Marktanteil von 70% und lag damit ungeschlagen auf dem ersten Platz vor Segas Master System und Atari 7800 und das, obwohl die Kontrahenten den Preis wesentlich niedriger ansetzten als Nintendo. Kostete das NES damals in der Standardvariante 180 US-Dollar, bekam man das Master System schon für 150, das 7800 sogar für nur 80 Dollar. Ein Grund für diesen Vorsprung war das starke Launch-Line-Up, das unter anderem Spiele enthielt wie Duck Hunt, Excitebike, Ice Climber, Wrecking Crew und natürlich Super Mario Bros., das damals gebundelt mit der Konsole erhältlich war. 1986 besaßen bereits 19% aller japanischen Haushalte einen Famicom. 1988 waren es 33%. 1990 war das NES mit einem Anteil von 30% in amerikanischen Haushalten nicht nur weiter verbreitet als alle PCs zu der Zeit, im selben Jahr wurden auch die Verkaufszahlen vom Atari 2600 übertroffen. Und Nintendo verdrängte Toyota vom ersten Platz und war somit Japans erfolgreichstes Unternehmen. Bis zum Produktionsende im Jahr 1995 konnte Nintendo rund 60 Millionen Konsolen verkaufen. Für damalige Verhältnisse eine Wahnsinnszahl. Shigeru Miyamoto war mittlerweile zum Chef von Nintendos Research and Development Team Nummer 4 aufgestiegen und war nach der Veröffentlichung von Super Mario Bros. Damit beschäftigt, sein zweites Projekt, dessen Entwicklung zeitgleich mit der von Super Mario Bros. Begann, fertigzustellen. Dieses Projekt war The Legend of Zelda. Eigentlich sollte The Legend of Zelda gleichzeitig mit Super Mario Bros. Erscheinen, doch die Entwicklung verzögerte sich und so musste Miyamoto nach dem Erscheinen von Super Mario Bros. Noch extra Zeit in die Fertigstellung von The Legend of Zelda investieren. Eine tragende Rolle bei der Entwicklung eines eventuellen Nachfolgers fiel somit aus. Der immense Erfolg von Super Mario Bros. Veranlasste Nintendo dennoch in kürzester Zeit einen Nachfolger zu entwickeln. Miyamoto gab daher den Stuhl des Projektleiters an Takashi Tezuka ab. Dieser begann die Arbeiten an Super Mario Bros. 2 zum Jahresbeginn 1986. Miyamoto, der sich noch für alle Level im Vorgänger verantwortlich zeigte, steuerte dieses Mal nur noch eine Handvoll bei. Seinen Gesamtanteil am Spiel schätzte selbst nur auf rund 10%. Bereits Anfang 1986 erschien das Spiel vs. Super Mario Bros. Als Automatenspiel in japanischen Arcade-Hallen. Als Teil von Nintendos Serie Nintendo vs. System, die bekannte NES-Spiele wie Castlevania oder Duck Hunt umfasst und sie in leicht abgeänderter Form auf den Automatenbildschirm bringt, sieht vs. Super Mario Bros. Seinem Konsolenkollegen zum Verwechseln ähnlich. Mal wurde ein Fragezeichenblock verlegt, mal ein Gegner mehr eingefügt oder ein Item ausgetauscht. Das originale Super Mario Bros. Hatte die Angewohnheit, leichtere Variationen von bestimmten Level zu bieten, um den Spieler sanft an die Herausforderung ranzuführen. So ist Welt 1-3 eine leichtere Version von Welt 5-3, 1-4 ist die leichtere Version von 6-4 und so weiter und so fort. Die leichteren Versionen wurden entfernt und so finden sich 6 neue Level in der Arcade-Version wieder. Diese Level sind gemessen am Original bockschwer. Das und die Tatsache, dass man nun per Warp Zone nicht mehr in die letzte Welt kommt und so zwangsweise durch viele der neuen Level durch muss, sorgt für eine wesentlich kniffligere Spielerfahrung. Ein Fest für Spieler, die das erste Super Mario Bros. Schon in- und auswendig kennen oder viel zu viel Kleingeld übrig haben. Der Erfolg von vs. Super Mario Bros. Sollte seine Folgen haben, denn als das R&D4 im Februar 1986 mit der Entwicklung an Super Mario Bros. 2 begann, standen die neuen Levels aus dem Arcade-Spiel Pate. Das Ausborgen dieser und die Tatsache, dass Tezukas Team die grundlegenden Spielmechaniken kaum anfasste, trug dazu bei, dass Super Mario Bros. In Rekordzeit fertiggestellt wurde. Nur etwas mehr als 4 Monate dauerte die Entwicklungszeit, ehe das Spiel Anfang Juni 1986 in den japanischen Läden stand. Aber nicht etwa als Spiel für den Famicom, sondern für ein diskettenbasierendes Zusatzgerät namens Famicom Disk System. Dieses erschien bereits Ende Februar desselben Jahres und ersetzte die teuer zu produzierenden Cartridges mit günstigeren Disketten.
Dies hatte zusätzlich noch den Vorteil, dass Disketten im Gegensatz zu den Cartridges wiederbeschreibbar waren und somit in vielen Spielen ein Speichersystem unterstützten. Spiele wie Metroid oder Castlevania 2 Simon's Quest erschienen mit einem Speichersystem in Japan auf dem Disk System, während sie in Nordamerika und Europa lediglich über ein Passwortsystem verfügten. Denn auf Cartridge konnte man nur über eine zusätzliche Batterie speichern und wer jemals ein Pokémon-Spiel auf dem Gameboy besessen hat, weiß, wie schnell die Dinger leer sein können. Doch die Disketten waren extrem fehleranfällig und somit war das Disk System zwar seiner Zeit voraus, aber effizient war es nicht. Eine Veröffentlichung in Nordamerika und Europa wurde zwar angekündigt, aber das Ding schaffte es nie über den Teich. Trotz des extrem langen Produktionszeitraums von 1986 bis 2003 wurden lediglich 4,44 Millionen Geräte verkauft. Es war also semi-erfolgreich. Weitaus erfolgreicher, zumindest gemessen an seiner Plattform, war Super Mario Bros. 2. Etwa 2,5 Millionen Exemplare wanderten in Japan über die Ladentheke. Somit besaßen mehr als die Hälfte der Disk System-Besitzer das Spiel, das mit dem Untertitel für Super Players beworben wurde. Denn die Neuerungen musste man mit der Lupe suchen. Super Mario Bros. 2 sieht seinem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich. Die größten Innovationen waren eigene Attribute für Luigi, der nun wesentlich höher springen kann, sich aber immer bewegt, als hätte er Butter an seinen Schuhen, ein Giftpilz, der das genaue Gegenteil zum Superpilz darstellt und ein lästiger Wind in manchen Level, der präzises Springen noch einen ganzen Ticken schwerer macht. Die größte Änderung war damit klar ersichtlich. Super Mario Bros. 2 war erheblich schwerer als sein Vorgänger. Es war auch mehr als eine Erweiterung des Hauptspiels für die Spieler gedacht, die das erste Super Mario Bros. Bereits in- und auswendig konnten. So war die erste Welt aus Teil 2 ungefähr genauso schwer wie Welt 8 aus dem ersten Teil. Das Spiel erfreute sich in Japan großer Beliebtheit und stellte zusammen mit The Legend of Zelda den hauptsächlichen Kaufgrund für das Disk System dar. Als man den Verkauf für Nordamerika evaluierte, stieß man bei den verantwortlichen Personen von Nintendo of America jedoch auf Ablehnung. Howard Phillips, der damals für Nintendo of America Präsident Minoru Arakawa kommende Spiele antestete, hatte eine sehr unbequeme Erfahrung mit dem hohen Schwierigkeitsgrad. Den ersten Tod fand er in einem Giftpilz bereits im ersten Level. In einem Interview im Jahr 2012 gab er zu Protokoll: Wenig Spiele waren mehr behindernd als Super Mario 2 auf dem Famicom. Keinen Spaß zu haben ist schlecht, wenn du eine Firma bist, die Spaß verkauft. Phillips lehnte Super Mario Bros. 2 ab und so dauerte es mehr als 21 Jahre, bis Super Mario Bros. 2 in seiner Ursprungsform im Westen erscheinen sollte. Der westliche Markt war nach dem Crash 1983 noch am Erholen und man wollte eine bekannte und erfolgreiche Marke nicht durch ein Spiel, dessen Schwierigkeitsgrad für viele Spieler nicht zu meistern wäre, ruinieren. Während sich also das R&D4-Team mit Shigeru Miyamoto als Director in Japan an die Entwicklung von Super Mario Bros. 3 setzte, zerbrach man sich im Westen den Kopf darüber, was man für die hiesigen Super Mario-Fans tun sollte. Letztendlich griff man auf einen Prototypen eines Spiels zurück, der vom erst 23-jährigen Kensuke Tanabe entwickelt wurde. Die Idee war, dass du Leute vertikal fortschreiten lassen würdest und du könntest Gegenstände und Blöcke aufeinander stapeln, um höher zu kommen. Oder du könntest deine Mitspieler werfen, um weiter aufzusteigen. Das vertikale Scrolling-Gimmick war nicht genug für ein interessantes Gameplay. An seine Grenzen stieß Tanabe mit seiner Zwei-Spieler-Idee, der der Famicom dafür nicht stark genug war. Dieses Feature gestrichen, bekam Tanabe den Auftrag, das Spiel als Teil eines Vertrages zwischen Nintendo und Fuji Television bis zu Fujis Yume Koyo-Event im Jahr 1987 fertigzustellen. Als Protagonisten sollten die Maskottchen des Events herhalten. Zusammen mit Shigeru Miyamoto und dessen Team wurde das Spiel um einige Features erweitert, so unter anderem auch um das Gemüseziehen aus der Erde. Im Endeffekt wirkte Miyamoto an diesem Spiel mehr mit als am eigentlichen Super Mario Bros. 2. Im Juli 1987 erschien also Yume Koyo Doki Doki Panic, zu Deutsch Traumfabrik Herzschlagpanik, auf dem Famicom Disk System. Das Spiel war deutlich an Super Mario Bros. Angelehnt. Erkennbar daran, dass der Superstern aus Super Mario Bros. Im Spiel ebenso auftauchte wie der Power Block aus dem Arcade-Spiel Mario Bros. Der Soundtrack stammte von Mario-Komponist Koji Kondo und auch die Soundeffekte für das Aufsammeln von Münzen und das Ausführen eines Sprunges sind ident zu denen aus Super Mario Bros. Es war für Miyamoto und Tanabe also ein leichtes, die vier Charaktere aus Doki Doki Panic gegen die Mario-Brüder, Toad und Prinzessin Peach auszutauschen und das Spiel als Super Mario Bros. 2 Mario Madness auf dem westlichen Markt zu veröffentlichen. Super Mario Bros. Erschien in den Vereinigten Staaten am 9. Oktober. Exakt zwei Wochen später erschien in Japan bereits der dritte Teil. Die US-Version war im Endeffekt sogar erfolgreicher als sein japanischer Kollege und verkaufte sich fast 7,5 Millionen Mal.
Weil es so erfolgreich war, wurde es in Japan im Jahr 1992 unter dem Namen Super Mario USA nochmal veröffentlicht. Ich möchte nicht einer von den Leuten sein, die sich das Spiel de facto zweimal gekauft haben, ohne es zu wissen. Heute genießt Super Mario Bros. 2 einen eher zweifelhaften Ruf. Es stellt im Vergleich zum ersten und zum dritten Teil eher einen kreativen Außenseiter dar. Als das Spiel im März 2001 als überarbeiteter Port für den Game Boy Advance erschien, blieben die Kritiker für Mario-Verhältnisse erstaunlich verhalten. Nichtsdestotrotz brachte Super Mario Bros. 2 viele Innovationen mit, die heutzutage zum guten Ton in der Serie zählen. Zum ersten Mal bekam Luigi eine eigene Statue, viele der Gegner schafften es in nachfolgende Spiele, die Wurfmechanik und der angedachte Mehrspieler wurden schließlich in Super Mario Bros. Wii und U umgesetzt und die unterschiedlichen Charakterattribute wurden quasi 1:1 in Super Mario 3D World übernommen. Die beste Möglichkeit, das Spiel heute zu genießen, ist übrigens die Version in Super Mario All-Stars für den Super Nintendo. Die japanische Version ist dort übrigens auch überarbeitet enthalten und trägt seitdem den Namen The Lost Levels, um einer Verwechslung vorzubeugen. Wer mehr wissen möchte, ich habe dazu auch ein ausführliches Testvideo gemacht.